Guten Morgen, liebe Funkfreunde. Hier ist Delta Lima 0 Köln Aachen, DL0KA mit der Vorankündigung des Köln Aachen Rundspruchs. Unseren Rundspruch könnt ihr sonntags um 11 Uhr Ortszeit in Bild und Ton empfangen. Die Aussendung erfolgt über verschiedene FM-Relais in unserem Distrikt und über Kurzwelle. Darüber hinaus habt ihr die Möglichkeit, unseren Rundspruch zeitgleich im Internet auf unserer Webseite zu sehen und zu hören. Für eure Mitteilungen und Anregungen erreicht ihr die Redaktion unter kars@darc.de. Redaktionsschluss ist jeweils donnerstags um 12 Uhr. Heute ist Sonntag, der 16. Januar 2022 und wir sind wieder mit interessanten News für euch auf Sendung. Am Mikrofon ist heute Annelie, Delta Golf 2 Kilo Juliet Alpha. Wir hoffen, ihr habt einen guten Empfang und freuen uns über eure Bestätigung. Das Amateurfunkzentrum Baunatal, kurz AFZ, wird in diesem Jahr 50 Jahre alt, berichtet Enrico, Delta Lima 2, Victor Foxtrot Romeo, Referent DX im DARC, auf der Webseite des DARC. Aus diesem Anlass ist Delta Bravo 50 AVZ das ganze Jahr QRV. Das DARC-Team SES aktiviert dieses Rufzeichen und die Rufzeichen Delta Foxtrot 0 AVZ und Delta Lima 0 AVZ gleichfalls unter dem Sonder-DOK 50 AVZ. Ein Jubiläumsdiplom AVZ kann ebenfalls erarbeitet werden. Mit Schreiben vom 21. Dezember 2021 informierte das Ministerium des Inneren des Landes Nordrhein-Westfalen seine Bußgeldstellen über die Ausnahme gemäß § 46 Absatz 2 für die Verwendung eines Funkgerätes gemäß § 23 Absatz 1a der Straßenverkehrsordnung. Lesen wir auf der Webseite des DARC. Demnach wird auf dem Gebiet des Landes Nordrhein-Westfalen eine generelle Ausnahmegenehmigung gemäß § 46 Absatz 2 Straßenverkehrsordnung vom Verbot der Verwendung eines Funkgerätes ohne Freisprecheinrichtung gemäß § 23 Absatz 1a Straßenverkehrsordnung erteilt, soweit der Verwender das Funkgerät zur Verbesserung der Verkehrssicherheit nutzt und nicht auf andere im Sinne von § 23 Straßenverkehrsordnung zulässige Kommunikationsmittel zurückgreifen kann. Diese Ausnahmegenehmigung tritt ab sofort in Kraft und gilt bis zum 30. Juni 2022. Darüber informiert Stefan Scharfenstein, Delta Juliet 5, Kilo X-Ray. Im Jahr 2022 wird die Koninklijke Unie, auf Deutsch der Belgische Amateurfunkverband UBA, 75 Jahre alt. Anlässlich dieses Jubiläums findet zum Jahresbeginn 2022 eine besondere Aktivität unter dem Titel UBA 75 On the Air Event statt. Alle teilnehmenden UBA-Sektionen, vergleichbar mit den Distrikten im DARC, werden in den Monaten Januar und Februar mit dem speziellen Präfix Oskar November 75, gefolgt von der dreibuchstabigen Abkürzung der Sektion, als Clubstation auf Sendung gehen. Es werden 64 verschiedene Sonderstationen aktiv sein. Weitere Informationen findet man auf der Webseite des DARC. Funkamateure sollen in Katastrophengebieten leistungsfähige WLAN-Netze aufbauen, über die betroffene Nachrichten verschicken und Informationen abrufen können. Lesen wir in dem interessanten Bericht auf der Heise-Webseite. Die im gemeinnützigen Deutschen Amateurradioclub DARC zusammengeschlossenen deutschen Funkamateure haben ein neues Notfunkkonzept entwickelt. Bei der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal kamen sie kaum zum Zuge, da die Rettungskräfte mit dem neuen digitalen Behördenfunk eine leistungsfähige Kommunikationsinfrastruktur besitzen und die Funkbrücken, die Amateure aufbauen könnten,
kaum zu integrieren sind. Das Referat Not- und Katastrophenfunk im DAC analysierte nach einigen Angaben schon seit längerem, wie sich die Anforderungen an den Notfunk durch den technischen Wandel verändert haben. Der Verein stellte nun ein von Grund auf neues Konzept vor, an dem externe Helfer aus Hilfsorganisationen, Politik, Wirtschaft und Bundeswehr mitgewirkt haben. Künftig sollen deutsche Funkamateure in Katastrophengebieten nicht mehr wie bisher nur Nachrichten aufnehmen und weiterleiten, sondern leistungsfähige WLAN-Netze aufbauen, über die Betroffene einen Zugriff aufs Internet bekommen und selbst per Smartphone oder Notebook Nachrichten verschicken und Informationen abrufen können. Derzeit beschafft der gemeinnützige Verein einen ersten Prototyp für ein solches System, das in einem Kfz-Anhänger transportiert werden kann und unabhängig vom Stromnetz arbeitet. Bewährt sich das Konzept, sollen solche Notfallsysteme künftig in Deutschland bereitstehen, damit die ehrenamtlichen Helfer des Vereins sie bei Bedarf schnell vor Ort bringen können. Die Systeme umfassen nicht nur die WLAN-Komponenten, sondern beispielsweise auch eine netzunabhängige Stromversorgung und Stromtankstellen für die Bevölkerung zum Laden mobiler Geräte. Die Kosten für den Prototyp übernimmt der DAC. Für die entstehenden Kosten eines breiten Rollout mit mehreren über Deutschland verteilten Notfunkgruppen, die ein solches Notfunknetz mit eigenem Material in Betrieb nehmen können, hofft man laut Notfunkreferent Oliver Schlag, Delta Lima 7, Tango November Yankee, auf Unterstützung aus Wirtschaft und Politik. Wie leistungsfähig eine solche Notfunklösung sein kann, will der Verein ab April mit dem Prototyp praktisch demonstrieren. Hier ist Delta Lima 0 Kilo Alpha mit der Übertragung des Köln-Aachen-Rundspruchs. Am Mikrofon ist weiterhin Annelie, Delta Golf 2 Kilo Juliet Alpha. Das James Webb Weltraumteleskop der NASA hat seinen 21 Fuß goldbeschichteten Hauptspiegel vollständig ausgefahren und die letzte Phase aller wichtigen Raumfahrzeugeinsätze zur Vorbereitung auf wissenschaftliche Operationen erfolgreich abgeschlossen, hören wir in den aktuellen Nachrichten. Die Webb-Mission, eine gemeinsame Anstrengung der ESA und der Canadian Space Agency, wird jede Phase der kosmischen Geschichte erforschen, von unserem Sonnensystem bis zu den am weitesten entfernten beobachtbaren Galaxien im frühen Universum. Heute hat die NASA einen weiteren jahrzehntelangen Meilenstein in der Entwicklung erreicht. Obwohl die Reise noch nicht abgeschlossen ist, schließe ich mich dem Webteam an, um ein wenig leichter zu atmen und mir die zukünftigen Durchbrüche vorzustellen, die die Welt inspirieren werden, sagte NASA-Administrator Bill Nelson. Das James Webb Weltraumteleskop ist eine beispiellose Mission, die kurz davor steht, das Licht der ersten Galaxien zu sehen und die Geheimnisse unseres Universums zu entdecken. Jede bereits erreichte Leistung und zukünftige Leistung ist ein Beweis für die Tausenden von Innovatoren, die ihre Lebensfreude in diese Mission gesteckt haben. Die Entfaltungsmanöver sind nötig, weil die Teile des Teleskopes platzsparend verstaut werden mussten. Es ist am 25. Dezember 2021 an Bord einer Ariane 5-Rakete ins All gestartet. Seine Elemente ließen sich nur eng zusammengeklappt unterbringen. Die Entfaltung des 14 x 21 Meter großen Sonnenschilds, der das Teleskop vor Überhitzung schützen soll, begann am 28. Dezember 2021 und dauerte ca. 8 Tage. Weitere Ausrichtungen werden durch die Bodenkontrolle des Space Telescope Institute in Baltimore durchgeführt.
Außerdem müssen die wissenschaftlichen Geräte an Bord noch kalibriert werden. Es wird Monate dauern, bis das Teleskop einsatzbereit sein wird und im Sommer die ersten Bilder von Webb liefert. Astronominnen und Astronomen wollen mit ihm mehr über das frühe Universum erfahren, nach fremden Welten Ausschau halten und das Schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße erforschen. Geplant wurde diese Mission für 10 Jahre. Der erfolgreiche Abschluss aller Einsätze des Webb-Weltraumteleskops ist historisch, sagt Gregory Robinson, Webb-Programmdirektor im NASA-Hauptquartier. Dies ist das erste Mal, dass eine von der NASA geleitete Mission jemals versucht hat, eine komplexe Sequenz zum Entfalten eines Observatoriums im Weltraum abzuschließen. Eine bemerkenswerte Leistung für unser Team, die NASA und die Welt. Das Science Mission Directorate der NASA überwacht die Mission. Ausführliche Informationen zur Webmission findet man auf der Webseite der NASA. Wie die niederländische Amateurfunkvereinigung Veron unter Berufung auf die niederländische Flugsicherung LVNL berichtet, ist in den letzten Wochen der Funkverkehr der auf dem Flughafen Schiphol landenden Flugzeuge regelmäßig durch Musik gestört worden, lesen wir in einer Veröffentlichung der DARC-Facebook-Gruppe. Die niederländische Fernmeldebehörde Agentschap Telecom nahm daraufhin einen Sender in Gelderland vom Netz. Zwar soll der Betreiber über eine UKW-Lizenz verfügen, sich jedoch nicht an Vorschriften gehalten haben. Nachdem der Sender abgeschaltet worden war, gab es keine Störungen mehr im Flugfunkband. Jedes Jahr gehen zahlreiche Meldungen über Störungen des sicherheitsrelevanten Flugfunks durch Musik ein, die in der Regel von Radiopiraten stammen. Im vergangenen Jahr gab es allein 10 solcher Meldungen in den Niederlanden. 2022, das Jahr der Jubiläen in unserem DARC. So feiert auch unser Distrikt mit seinem 75. Geburtstag sein Jubiläum in 2022, schreibt Carmen, Delta Mark 4, Echo Alpha X-Ray in der Facebook-Gruppe des Distriktes L. Ein Anlass für unterschiedliche Aktionen, die wir im Laufe des Jahres alle vorstellen werden. Fangen wir heute mit unserem Sonderdiplom 75 Jahre Distrikt Ruhrgebiet oder auch 75 DRG an. Das Diplom kann das gesamte Jahr 2022 erarbeitet werden. Es gibt 4 zu erreichende Stufen von Bronze bis Platin. Natürlich dürfen für so ein Diplom auch Sonderstationen nicht fehlen. Und so haben wir keine Kosten und Mühen gescheut, um den Anlass, wie es sich gehört, on air mit den Sonderstationen Delta 75, Delta Lima 75, Delta Romeo Golf und dem SDOK 75 DRG sowie Delta Lima 73, Alpha Foxtrot Uniform Golf mit dem SDOK 73 AFUG zu feiern. Aber nicht nur die beiden Sonderstationen sind ein Teil des Diploms, nein, auch unsere langjährige Distriktsclubstation Delta Lima 0 Delta Romeo Golf mit dem SDOK 75 DRG gehört selbstredend dazu. Die Stationen sind das ganze Jahr immer wieder on air. Wann und wo findet ihr auf unserer Homepage wo ihr auch die Ausschreibung zum Diplom und den Beantragungsweg findet. Und hier nun der aktuelle Funkwetterbericht von Tom, Delta Foxtrot 5, Juliet Lima vom 15. Januar 2022. In der vergangenen Woche stieg die Sonnenfleckenrelativzahl von 31 auf 112. Der solare Flux war dagegen recht stabil und lag knapp über der 100er Marke. Wir konnten in der zweiten Wochenhälfte mehrere C-Flares und einen M-Flare beobachten.
In der Regel überstieg damit schon morgens die MUF 3000 einen Wert von 21 MHz. Noch höhere Bänder öffneten zeitweilig tagsüber. Die kritische Frequenz FOF2 schwankte um 7 MHz, was dazu führte, dass im 49 Meter Rundfunkband tagsüber keine tote Zone gab, im 40 Meter Amateurfunkband gelegentlich aber schon. Freitagabend gegen 21 Uhr erreichte uns schneller Sonnenwind aus einem koronalen Loch. Der Messort Kühlungsbord auf Rügen meldete einen K-Wert von 6. Wir hatten es mit einem geomagnetischen Sturm zu tun. Infolgedessen werden wir am Wochenende mit verschlechterten MUFs und geringeren DX-Möglichkeiten rechnen müssen, insbesondere auf transpolaren Faden. Anfang kommender Woche wird die angespannte Situation wieder abklingen. Die US Air Force sagt einen leicht abnehmenden solaren 10,7 cm Flux von 110 auf 100 Einheiten voraus. Bei laut NOAA ruhiger bis unruhiger Geomagnetik. Insgesamt gibt es jedoch keinen Grund zur Klage. Soeben veröffentlichte die NOAA eine Grafik, die zeigt, in der aktuellen Entwicklung der Sonnenflecken liegen wir am Anfang des Sonnenzyklus 25 deutlich über den Vorhersagen. Mit dem Sonnenfleckenmaximum dürfte im Sommer 2025 gerechnet werden. Termine. Es liegen zurzeit keine Termine vor. Bitte schickt uns eure Termine, Terminverschiebungen, Absagen oder andere interessante Beiträge an kars@darc.de. Das war der Köln-Aachen-Rundspruch für die zweite Kalenderwoche 2022. In der Redaktion und am Mikrofon war Annelie, Delta Golf 2, Kilo Juliet Alpha. Und die Produktion wurde von Olaf, Delta Delta 4, Kilo Oscar übernommen. Wir hoffen, ihr hattet einen guten Empfang. Das Rundspruchteam freut sich, euch zum nächsten Köln-Aachen-Rundspruch am Sonntag, den 23. Januar 2022, wieder auf den bekannten Frequenzen begrüßen zu dürfen. Wir hoffen auf viele Zuhörer und Bestätigungen. Informationen rund um den Rundspruch findet ihr auf unserer Internetseite köln-aachen-rundspruch.de. Bleibt gesund, 73 und ABDH, euer Köln-Aachen-Rundspruchteam.